Willkommen zu Pugges Meinung. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es mal verschiedene Themen. Einmal die Legalisierung von verschiedenen Substanzen, dann natürlich die Ukraine und die kommende Welle, die da so kommt. Es gibt da immer so einige Dinge, die man doch mal mit einem zweiten Auge nochmal angucken sollte. Eure Meinung ist natürlich auch gerne gefragt. Ihr könnt gerne drunter schreiben oder auch gerne mit mir über die einzelnen Themen diskutieren. Das erste Thema ist die Legalisierung von Cannabis. Ja, schon seit längerem jetzt geplant und viele haben natürlich auch die Grünen gewählt, weil sie das umsetzen wollen, weil viele Menschen natürlich auch so einen offenen Umgang möchten mit den Substanzen. Jetzt geht das Ganze aber trotzdem irgendwie schleppend voran, weil es eben auch anscheinend EU-Rechte gibt, die dagegen sprechen. Denn die EU sagt eigentlich, dass man gegen Drogen vorgehen sollte, dass die unter Strafe stehen sollen und so weiter. Und das würde dann gegen EU-Recht verstoßen. Auch das, was die Holländer machen, dass man das einfach nur duldet im Endeffekt, aber trotzdem strafbar oder unter Strafe steht, ist dann eben trotzdem eine nicht für Deutschland anwendbare Sache, wäre auch illegal nach EU-Recht. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ganz interessant finde ich aber in diesem Zusammenhang, und darum geht eigentlich der Punkt, ich selber bin auch dafür, dass man die Substanzen ruhig legalisieren sollte. Und nicht nur diese Substanz, sondern auch andere Substanzen, die vielleicht weniger harmlos sind als eben zum Beispiel Heroin. Man muss natürlich irgendwo eine Grenze setzen. Was ich aber nicht verstehe bei der ganzen Geschichte ist, dass man das bei Cannabis macht, bei anderen Substanzen aber komischerweise nicht. Zum Beispiel sagt Lauterbach jetzt hier, dass er LSD bzw. Derivate davon, die bis jetzt legal erhältlich sind, wie zum Beispiel 1V-LSD, dass die jetzt eben auch verboten werden sollen, weil sie eben ein, wie er eben hier sagt, unkalkulierbares gesundheitliches Risiko darstellen. Und da hört dann bei mir das Verständnis so ein bisschen auf. Und da vermute ich eben, dass es bei dem Cannabis einfach nur um die Wählerstimmen ging, aber nicht um eine wirkliche logische oder wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte. Wenn wir uns nämlich mal das Schadenspotenzial angucken von verschiedenen Substanzen, dann sieht man einfach, dass insgesamt Fremdschädigung, Eigenschädigung, natürlich hier Heroin etc. ganz oben dabei sind. Klar, dass man diese Substanzen jetzt nicht frei verkäuflich anbieten sollte, aber eben auch Alkohol oder zum Beispiel Tabak, dass die ein höheres Schadenspotenzial haben, was man ja auch sieht an den ganzen Zahlen, wie viele Krebserkrankungen durch Rauchen etc., als eben hier Cannabis oder verschiedene andere Substanzen, die da sogar noch drunter stehen. Cannabis hätte sogar noch ein höheres Schadenspotenzial als verschiedene andere Substanzen, wie eben LSD, Ecstasy etc. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, Cannabis wird ja auch geraucht, also geht es ja auch auf die Lunge, was natürlich dann auch wieder die negativen gesundheitlichen Folgen hat. Die anderen Substanzen, die jetzt weniger körperliche Schäden auch hervorrufen, dann wieder nicht. Warum man die jetzt nicht freigibt, das habe ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Klar gibt es auch bei den anderen Substanzen immer wieder Möglichkeiten, sich natürlich überzudosieren. Bei psychischen Erkrankungen natürlich extrem schwierig. Wobei man hier sagen muss, dass solche Sachen wie MDMA oder so jetzt oder Ketamin oder ähnliches, dass das eben dann nicht so krass ist, wie eben zum Beispiel auch Cannabis oder LSD. Und deshalb frage ich mich natürlich, warum man dann nicht komplett bestimmte Substanzen freigibt. Und da kommt natürlich dann wieder die Überlegung, die Logik ins Spiel, dass man mit Cannabis am Ende natürlich genauso wie mit Tabak und Alkohol sehr viel Geld verdienen kann, eine zusätzliche Steuer drauf. Das Ganze muss natürlich auf großen Flächen angebaut werden. Das heißt, da hängt natürlich deutlich viel mehr Geld dran als bei relativ einfachen chemischen Substanzen wie LSD, Ecstasy und Co., wo man natürlich jetzt nicht die Maschinerie, die Industrie im Hintergrund benötigt. Und dementsprechend hat man da gar kein Interesse daran, eben solche Substanzen freizugeben. Wobei ich persönlich eher ein Freund davon bin, was heißt Freund davon, ist jetzt auch nicht so, dass ich solche Sachen alles ausprobiert habe, aber trotzdem, dass eben Mikrodosierungen oder Kleinstdosierungen von eben Ecstasy oder ähnliches weniger Schaden anrichten, auch auf Dauer, als eben zum Beispiel Alkohol, was man ja jedes Wochenende auf dem Schützenfest sieht. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne unten drunter. Warum ist Alkohol und Rauchen legal, aber andere Substanzen, die weniger Schaden verursachen, nicht? Das würde mich gerne mal interessieren. Diskutiert gerne mit mir darüber. Das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das nächste betrifft die
besorgten Bürger, die jetzt natürlich durch die hohen Energiepreise und die höheren Einkaufspreise durch die Inflation alle natürlich am Rande ihrer Existenz stehen, schon an ihr Erspartes gehen und ihr ganzes Geld eben ausgeben für Miete und eben Nahrungsmittel. Klar, wir sehen in den Nachrichten, das brauche ich nicht zu erzählen, dass dort eben entsprechend deutlich weniger eingekauft wird, weniger Konsum in den Innenstädten und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich logisch, dass die Menschen, die alle am Existenzabgrund stehen im Endeffekt, dass die natürlich auch irgendwie protestieren wollen, um da irgendwie etwas von der Politik eben zu verlangen. Interessant und sehr bedenklich finde ich es aber, wenn wirklich hier die Grünen-Chefin Lang oder auch die Innenministerin etc., wenn das jetzt schon im Vorfeld quasi als Proteste von Rechtsextremen geframed wird. Man sagt also hier ganz klar schon, das, was da kommen wird, also Sozialproteste mit Rechtsextremen, davon sollte man sich doch bitte fernhalten. Und da hört mein Verständnis dann auch wieder so ein bisschen auf, denn klar kann ich es verstehen, dass ich jetzt nicht unbedingt hier mit dem, wie heißen die, der dritte Weg oder wie auch immer, wenn ich da mit irgendwelchen Rechtsextremen oder von mir aus auch Reichsbürgern, die ganz kruse Ansichten haben, nicht demonstrieren möchte für ihre ideologischen Geschichten. Wenn aber die Demonstration dafür ist, die Energiepreise eben anzuprangern oder darauf aufmerksam zu machen, und darunter mischen sich dann eben zufällig auch irgendwelche Rechtsextreme, die da natürlich abgelichtet werden, auf die sich dann fokussiert wird, dann ist das natürlich ein Framing und dann kann man natürlich das Ganze später als Hetze sehr gut benutzen. Wir kennen auch einen Online-Arzt, der das genauso gemacht hat, der einfach gesagt hat, alle Querdenker sind jetzt Unterstützer von Putin, sind Putin-Versteher, Unterstützer eines Massenmörders, und damit hat er natürlich diese Menschen ganz klar schon im Vorhinein geframed, hat ihnen ein Z-Zeichen auf die Stirn gemalt und damit konnte natürlich auch Hetze tatsächlich vor Ort passieren. Und sowas ist natürlich hier genauso. Wenn ich jetzt die Teilnahme an einem Protest, wo Rechtsextreme sich vielleicht untermischen, weil sie natürlich auch das gleiche Ziel eventuell haben, dort eben entsprechend frame, gebe ich diese Menschen, die alle dort mitlaufen, natürlich auch zumindest so sozial entsprechend auch zum Abschuss frei. Und das ist eine ganz krasse Geschichte, finde ich. Man muss nicht mit Rechtsextremen bei rechtsextremen Protesten oder so mitlaufen, ganz und gar nicht. Bin ich auch entschieden dagegen. Aber Proteste, die sich tatsächlich an die meisten Bürger eben richtet, weil sie Probleme haben, diese dann so zu framen, das finde ich extrem bedenklich. Und da muss man eben ganz klar sagen, das entspricht nicht so mehr diesen ganzen Grundgedanken eben von eben freien Protesten, von eben Demokratie und so weiter. Das sehen wir leider jetzt immer und immer wieder an verschiedenen Stellen. Diskutiere ich aber gerne auch mit euch drüber, wie das denn so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen queeren Protest hätte oder sowas, wo LGBTQ protestieren und darunter mischen sich auf einmal Rechtsextreme. Was machen wir dann? Was ist das dann zu werten? Solche Sachen muss man sich dann eben auch einfach mal fragen. Als nächstes einfach meine unqualifizierte Meinung natürlich auch zum Krieg. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn Leute sagen, ja, was sind jetzt auf einmal alle Kriegsexperten geworden? Ja, aber jeder hat eine Meinung dazu, liest natürlich auch verschiedene Quellen und was auch immer und unterhält sich natürlich auch mit anderen Leuten dazu. Also direkt zu sagen, dass man keine Meinung zu einem bestimmten Thema haben darf, weil man kein Experte ist, ist natürlich eine Sache, wo man einfach genauso die Meinungsfreiheit natürlich versucht zu untergraben. Solange die Meinungsfreiheit, die ich natürlich habe über ein bestimmtes Thema, nicht darin endet, dass es wirklich Konsequenzen hat für eine Person, dann ist das völlig in Ordnung. Meine Meinung zu dem Thema ist eigentlich genauso wie am Anfang, dass ich mir gar keine richtige Meinung auch darüber bilden kann. Was ich jetzt natürlich immer wieder sehe aus verschiedenen Richtungen ist, dass entsprechend wir da unterstützen müssen mit Waffen, gerade jetzt, wo eben die Ukraine dort wieder einen Vorstoß geschafft hat. Und dann wird aber, und das ist die Sache, deshalb habe ich hier die Weltseite mal aufgerufen, und zwar Putins neuer Krieg, Europas nächstes Problem, der macht dann wieder an anderer Stelle Krieg, versucht natürlich jetzt Energiekrieg zu betreiben. Und dann wird auf der einen Seite gesagt, Putin hat immer noch Karten, auf der anderen Seite wird gesagt, wir müssen jetzt reingehen, weil Putin verloren hat. Also auf der gleichen Seite steht auf einmal, Putin hat verloren, Putin hat aber trotzdem noch Karten in der Hinterhand.
der eine Kriegsexperte sagt, und das haben die von Anfang an ja auch alle gesagt, dass eigentlich ein Krieg mit Russland, also die Ukraine alleine, jetzt nicht zu gewinnen ist und solche Geschichten. Dann wird dann von Leuten auf Twitter wieder gesagt, ja, du bist ja ein Putin-Versteher, wenn du sagst, dass die Ukraine das nicht gewinnen kann, und seht her, die können das aber doch. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, das ist auch so breit gefächert, dieses ganze Thema. Ich persönlich war ja auch von Anfang an der Meinung, dass wenn man eben die Ukraine unterstützt, dass man dann wirklich auch voll reingehen muss. Dann muss ich eben sagen, all in, ja, wir müssen das Ding jetzt voll zurückerobern. Aber was mir auf den Keks geht bei dieser ganzen Geschichte, ist eigentlich so immer dieses, in der Waage halten, diese ganze Geschichte. Also sind wir jetzt unabhängig von russischen Öl und Gas und sonstigen Rohstoffen oder nicht? Ja, warum zögern wir dann entsprechend, Waffen zu liefern? Ist es überhaupt richtig, welche zu liefern? Und so weiter und so fort. Und das sind eben Sachen, wo ich manchmal auch in den Diskussionen einfach vermisse, dass es gerade bei solchen Konflikten hier, dass es da auch nicht immer so die hundertprozentig einzige Lösung gibt. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass man hier hundertprozentig sagen können, ja, wenn wir jetzt alle Panzer hinschicken, dann wird das schon funktionieren. Was passiert dann an anderer Seite? Dann ist irgendwo anders noch Krieg oder was auch immer. Was passiert, wenn wir gar nichts tun? Ja, dann gehört die Ukraine wahrscheinlich Russland, hätten wir gar nichts getan. Wäre genauso bescheuert gewesen. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig, im Vorhinein immer schon zu sagen, wie sowas sich entwickelt. Vor allen Dingen, wenn das kleine bockige Kind, was seinem Lolli weggenommen bekommen hat, dann eben auch entsprechend durchdreht in irgendeiner Weise und dann vielleicht tatsächlich mal eine Atombombe zündet oder ähnliche Geschichten. Wir können das eben nicht voraussagen. Wir können nicht sehen, was passiert, wenn. Deshalb sollte man, wenn jemand eine andere Meinung einfach darüber hat, sollte man ihn vielleicht jetzt nicht direkt angreifen oder als Unterstützer von Massenmördern oder sonst was framen. Ja, denn das ist dann Hetze, was man eben betreibt. Und dann muss man eben ganz klar sagen, ich weiß es aber selber nicht besser. Und deshalb habe ich dazu eben auch keine Meinung, die in irgendeiner Weise die einzig richtige wäre. Ich persönlich wäre immer dafür, dass wenn eben ein Land angegriffen wird in der EU oder wo auch immer, dass man dieses Land unterstützt, dann aber auch wirklich konsequent, ja, und nicht so ein halbes Taratara. Und dass man natürlich auch eingestehen muss, dass man im Vorfeld die Jahre davor schon viele Fehler gemacht hat, indem man sich natürlich abhängig macht von solchen Ländern. Und das Gleiche würde uns rein theoretisch auch bei anderen Ländern dann, ja, wird es bei anderen Ländern dann auch so sein, wenn wir uns China angucken und so weiter. Aber dann verstehe ich wieder nicht, warum wir dann eben unsere Fußball-Weltmeisterschaft auf einmal in Katar machen, wo dann entsprechend Menschen für den Bau der Stadien sterben, Sklaven dort gehalten werden, warum wir nicht in anderen Krisengebieten dann auch mal voll reingehen, weil das natürlich Auswirkungen auf uns hat und so weiter. Ne? Also das ist immer so die Geschichte, dass ich das nie so einseitig sehe, sondern immer auch sehe, dass einige Leute sich dadurch natürlich profilieren wollen, egal welche Meinung sie am Ende haben, und dann entsprechend versuchen, ihre Meinung als das einzig Wahre darzustellen, als moralisch richtig darzustellen. Ja, es wäre nur moralisch richtig, wenn wir jetzt Waffen liefern. Der nächste sagt, es ist nur moralisch richtig, wenn wir keine Waffen liefern. Manchmal muss man eben Waffen liefern, um entsprechend etwas zu verteidigen. Das ist nun mal auch Fakt. Und da muss man natürlich dann auch gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Aber diskutieren können wir darüber natürlich immer gerne. Wenn ihr wollt, schreibt mich an, können wir in einem Video machen oder wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen, da auch mal andere Meinungen zu hören. Aber da wir sowieso genug Geld haben, Fridays for Future will 100 Milliarden Euro Sondervermögen für eben den Klimaschutz, für die Klimabewegung. Das wird geil. 100 Milliarden für die Bundeswehr, 100 Milliarden für Fridays for Future. Ich bin natürlich gerne bereit dafür, nochmal meine Energieumlage nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ich denke mal, wir können aktuell nochmal so 50% auf den Gaspreis, auf den Strompreis und so weiter draufpacken. Dann können wir das Ganze dadurch finanzieren. Ich bin natürlich auch gerne bereit, noch Schulden aufzunehmen, Kredit aufzunehmen, um dann zu spenden. Das ist natürlich klar. Woher das Geld kommen soll, ich habe keine Ahnung. Ich bin natürlich auch jetzt in diesem Video nicht in der Lage, innerhalb von 2 Minuten jetzt
meine Ideen zumindest mitzuteilen, meine Meinung mitzuteilen, die insgesamt damit so rein herspielen. Ich beschäftige mich natürlich auch damit, in dem Sinne, dass ich natürlich überlege, wie kann man hier vielleicht zu Hause unabhängig werden, wie sieht es aus mit Solardach, wie sieht es aus mit Wärmepumpe und so weiter und so fort, wo ich mich natürlich dann auch solche Sachen frage am Ende, wenn man doch jetzt quasi in erneuerbare Energien investieren möchte, warum bekomme ich dann nur irgendwie 6 Cent, wenn ich das dann eben später durch meine Photovoltaik einspeisen lasse und solche Geschichten. Ja, dann wird dann wieder gesagt, damit das Netz aber nicht überlastet ist, das kann man nicht so kontrollieren und so weiter. Ja gut, aber dann macht ja irgendwie ein Solarkraftwerk oder andere erneuerbare Energien ja auch wenig Sinn, weil ich die genauso wenig kontrollieren kann wie die Solaranlage jetzt auf meinem Dach im Endeffekt. Und das sind eben alles so Punkte, wo ich dann auch nicht so ganz verstehe, wie konsequent ist das wirklich zu Ende gedacht. Und da würde ich natürlich auch gerne mal mit jemandem drüber diskutieren, der mir zumindest ein paar Fragen beantwortet. Denn ich sehe einfach nur, dass wahrscheinlich der Klimaschutz an der falschen Stelle auch angegangen wird im Endeffekt. Ja, wenn man dann Atomkraftwerke abschaltet, obwohl die ja eigentlich eine sehr gute Übergangslösung sind. Wenn man dann eben Gas aus Amerika mit riesigen Tankern, die so viel Öl verbrauchen wie die Autos in Deutschland ein ganzes Jahr und solche Geschichten, das ist doch alles nicht konsequent zu Ende gedacht, diese ganze Geschichte. Das verstehe ich dann einfach überhaupt nicht, wenn man eben solche Sachen dann öfters mal sieht und als logisch denkender Mensch dort eben dann einfach an vielen Stellen sieht, das ist doch nicht zu Ende gedacht. Vor allen Dingen, weil ich so mit den größten oder einen der größten Punkte sehe, warum eben entsprechend die Erde sich erwärmt und solche Geschichten, dass es natürlich auch daran liegt, dass wir entsprechend, dass wir die Bäume abholzen, der Waldbestand weltweit geht runter und ich glaube, das wird eben ein extrem hoher Faktor sein. Dann haben wir viele Äcker, die einfach die Hälfte des Jahres brach liegen, die braun sind, die eben sehr viel Wärme eben aufnehmen, wo auch kein Regen mehr aufgenommen werden kann und solche Sachen. Also da hätte man eigentlich mit einer Wiese und einer Kuh drauf doch deutlich mehr, als wenn man da eben Mais anpflanzen würde. Also rein umwelttechnisch gesehen. Oder man müsste das eben anders machen. Das sind alles solche Punkte, die ich dann eben auch sehe, wo man eben vielleicht nicht zu Ende denkt und an anderer Stelle eben auch oder mehr was tun müsste, als eben aktuell getan wird. Aber gerne darüber diskutieren und dann hat man vielleicht zumindest auch mal eine andere Sichtweise. Das würde mich auch interessieren. Schreibt es gerne drunter, wenn ihr auch mal in einem Video darüber diskutieren wollt. Einfach so frei von der Leber weg. Wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Kommt einfach auf den Discord-Server, den ich auch drunter verlinkt habe. Und dann schreibt dort einfach, hallo, ich bin der Tim, ich würde gerne über dies oder jenes Thema reden. Das werden wir auf Discord jetzt auch öfters machen und ich werde die Videos dann hier hochladen. Und vielleicht ergibt sich daraus ja etwas Fruchtbares, etwas Wissenschaftliches oder mehr Fundiertes mit Logik dahinter, obwohl man vielleicht trotzdem kein Experte ist. Die meisten Ideen ergeben sich halt an einem Reißbrett und von außen, ja, gibt es dann meistens öfters bessere Ideen oder Ideenanreize, die man vielleicht als Experte in seinem kleinen, beschränkten Sichtfeld eben nicht sieht. Ich hoffe, euch hat die Meinung gefallen heute. Wenn nicht, schreibt es natürlich auch gerne drunter. Wenn ihr andere Meinungen habt, kommt auf Discord, diskutieren wir gerne darüber. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Unterstützen könnt ihr gerne auch. Einen Daumen hoch lassen, ein Abo dalassen und gerne auf Patreon oder PayPal unterstützen. Bis dann.